Hallo und herzlich willkommen beim sechsten Teil meiner Buchlesung. Falls du heute zum ersten Mal dabei bist, dann sei doch so lieb und klick mal da oben zum ersten Teil. Ja, es geht gleich los nach dem Intro. Bis gleich. Sei nicht so hart zu dir selbst, auch wenn dich gar nichts mehr hält. Du brauchst nur weiterzugehen. Komm nicht auf Scherben zum Stehen. Alles beginnt im Mai 2018. Aus Tagebuchaufzeichnungen und Notizen schreibt sie ein Buch über ihren Tumor, ihr Leben und darüber, was die Krankheit ihr beigebracht hat. Die Tantiemen sollen an zwei Kinderhospize in Krefeld und Engelskirchen gehen. Auf der Kanalinfo findest du einen Link zu Instagram. Ich mache dort laufend Spendenaktionen für Stups und ich würde mich so freuen, wenn du vielleicht auch 5 Euro gibst. Damit kann schon so viel ermöglicht werden und todkranke Kinder können auch einmal schöne Erlebnisse haben. Dankeschön. August 1995. Eheringe für die Ewigkeit. Wir machten uns also nochmal auf den Weg ins Zentrum. Im Pavlo, Ralfs Stammkneipe, tranken wir eine leckere Tasse Milchkaffee und dann gingen wir bis zum Tattoo-Laden und traten ein. Eine Glocke, die über der Tür angebracht war, läutete. Etwas unsicher ging ich voran Richtung Theke. Innen war es genau so, wie ich es mir von außen vorgestellt hatte. Überall hingen Fotografien von Tätowierungen an den Wänden und der Mann, der aus einem kleinen Nebenraum hervortrat, war über und über tätowiert. Er war an die 40 und von kräftiger Statur. Sein Bart und die Glatze gaben ihm ein verwegenes Aussehen und die schwarze Lederweste betonte die verzierten Arme. Bis zum Hals hoch reichten die Tätowierungen. Er musterte uns und grüßte lässig. Wir zeigten ihm das kleine Buch mit dem Uroboros. Das möchten wir uns gerne stechen lassen, erklärte Ralf und schob das Buch über die Theke. Das ist kein Problem, antwortete der Tätowierer. Soll die Größe genauso bleiben? Ja, bestätigte Ralf und ergänzte, ich möchte die Schlange auf dem linken Oberarm, aber ganz oben haben. Er fasste sich mit der rechten Hand an das Schultergelenk. Und ich, sagte ich, nachdem der Tätowierer mich erwartungsvoll ansah, möchte das Tattoo auf dem linken Schulterblatt. Die Schlange hatte ungefähr 4 Zentimeter im Durchmesser und ich fand die Größe genau richtig. Was kostet das denn, wollte Ralf wissen. Der Mann hinter der Theke rieb sich nachdenklich das Kinn und ordnete seinen Bart. Naja, mit so 300 bis 350 für beide Tattoos müsst ihr schon rechnen, sagte er. Kommt drauf an, wie lange ich brauche. Wir schauten uns an. Das war ja schon ein stolzer Preis. Was meinst du? Fragte ich Ralf erwartungsvoll. Von mir aus ist es okay, sagte er und lächelte mich an. Wollen wir? Abgemacht, sagte ich und war froh, dass ich durch meine Halbtagsstelle, mit der ich mir unter anderem den Mopedführerschein und die SR 500 neben dem Studium finanziert hatte, genug Einnahmen hatte, um mir den Luxus einer Tätowierung leisten zu können. Wann ginge das denn? Fragte Ralf. Wir sind meistens in Köln, aber am Donnerstagnachmittag sind wir nochmal hier. Der Tätowierer blätterte in seinem Kalender, der neben dem Telefon auf der Theke lag, und brummte dabei etwas vor sich hin, so als würde er mit sich selbst reden. »Kommt um 5, das passt«, schlug er vor. Wir sagten zu und nahmen uns noch seine Visitenkarte mit. Dann verabschiedeten wir uns und gingen wieder hinaus. »Ich freue mich so«, sagte ich und fiel Ralf um den Hals. »Das ist so eine schöne Vorstellung, dass wir dann ein Tattoo haben, das uns verbindet und das sonst keiner hat.« Ja, bestätigte Ralf und nahm mein Gesicht in seine Hände. Eine wunderschöne Vorstellung. Und dann küssten wir uns und ich hätte innerlich platzen können vor Glück. She laughed,
12. Mai 2018, zwischen Lachen und Weinen. Der Samstagmorgen verlief wie immer. Aufstehen, Lilly füttern, Katzenklo säubern, Frühstück machen, dann ein bisschen klar Schiff machen im Haus. Ich war so eingespannt, dass ich zum Glück nicht viel Zeit zum Nachdenken hatte. »Ist das Bad frei?«, rief ich durchs Treppenhaus, als ich mit dem Aufräumen fertig war. Samstags knubbelte es sich immer besonders. Beide Töchter wollten so lange wie möglich ausschlafen und dann wurde es knapp mit der Zeit. Lea musste zur Schülerhilfe und Dana hatte Klavierunterricht und beide brauchten ewig lang. Unter einer halben Stunde, Badzeit, lief da gar nichts. »Ich muss nur noch kurz Zähne putzen. Lässt du mich mal eben rein?« »Nein, geht grad nicht«, kreischte es hinter der Badtür. Jetzt musste ich doch schmunzeln. Pubertät. Und das mal zwei. Der ganz normale Wahnsinn. Aber irgendwie tat es auch gut. Es blieb mir keine Zeit für dunkle Gedanken. Und es gab noch so viel Wichtiges zu erledigen. »Ralf?« Ich setzte mich zu ihm aufs Sofa. »Ja?« Fragend schaute er mich an. »Mir ist da was eingefallen.« Zögernd sprach ich weiter. »Wir sollten uns einmal Gedanken über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen machen. Was meinst du?« »Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass wir das brauchen?« »Es wird schon alles gut gehen.« Irgendwie klang Ralfs Stimme nicht wirklich überzeugend. »Ich habe da schon öfter drüber nachgedacht. Meine Eltern haben sowas auch und es macht ja Sinn. Wenn echt was passiert, dann weißt du genau, was ich will. Und du kannst auch Dinge für mich regeln, zum Beispiel jetzt mit dem blöden Widerspruch. Du kannst dich dann weiter darum kümmern, solange ich noch im Krankenhaus bin.« »Ja, stimmt schon. Vielleicht echt eine Überlegung wert. Ich guck mal, ob ich was finde«, sagte Ralf und ging die Kellertreppe hinab zum Computer. Keine 10 Minuten später kam Ralf mit 2 Vordrucken aus dem Internet wieder hoch, mit den Worten: »Hier, das sieht seriös aus und ist geprüft«, reichte er mir ein Muster. »Wenn Lea und Dana gleich unterwegs sind, gucke ich es mir mal an«, sagte ich und legte die Vordrucke auf den Couchtisch. Eine Stunde später füllte ich gerade Seite 3 aus. Ich hatte Ralf sämtliche Vollmachten erteilt. Nur das mit den Untervollmachten wollte ich nicht. »Das greift aber auch wirklich nur, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, meine Sachen selbst zu regeln, oder?« »Aber du kannst trotzdem jetzt schon Auskunft von Ärzten und so bekommen, mit der Krankenkasse telefonieren und solche Dinge für mich regeln, stimmt's?« fragte ich Ralf zur Sicherheit nochmal. »Ja, es macht vieles einfacher«, antwortete er. »Dann solltest du auch eine Vollmacht für mich ausfüllen. Und wir müssen sie dann beglaubigen lassen. Das geht bestimmt auch im Gemeindebüro. Zur Verwaltung möchte ich nicht. Da kennen mich zu viele. Dann denken die bestimmt direkt, dass ich was Schlimmes habe«, sprudelte es aus mir heraus. »Ja, du hast recht«, stimmte Ralf mir zu. »Und am Montag lassen wir das dann alles beglaubigen.« Am gleichen Abend saßen wir zusammen in der Küche. Ich versuchte, auch einen Vordruck für eine Patientenverfügung auszufüllen. Aber ich schaffte es nicht. Es ist so brutal, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, wenn man weiß, was einem bevorsteht. »Ralf, ich schaff das nicht«, sagte ich ganz leise und schob den Vordruck beiseite. »Ich will keine künstliche Ernährung und keine lebensverlängernden Maßnahmen, das weiß ich. Aber du musst mir eins versprechen. Sollte ich jemals ins Koma fallen, dann sprich mit mir. Auch wenn alle denken, ich bekomme nichts mehr mit. Du musst mir versprechen, ein Radio hinzustellen und mich wahrzunehmen, ja? Die Vorstellung, noch hören zu können, aber mich nicht mehr bemerkbar machen zu können, bei klarem Verstand gefangen zu sein in einem Körper, der mir nicht mehr gehorcht, das war für mich die schlimmste Vorstellung. Ich verspreche es dir, aber so weit wird es nicht kommen«, versuchte Ralf mir Mut zu machen.
Er legte die Unterlagen zurück in seine Mappe. Ja, ich weiß. Ich habe ein so gutes Bauchgefühl, stimmte ich ihm zu. Wir schaffen das, sagte Ralf und lächelte mich an. Ja, zusammen schaffen wir alles, lächelte ich zurück. Dann stand Ralf auf und ging mit der Mappe in den Keller. Wir schaffen das, wir schaffen das, sagte ich innerlich vor mich hin wie ein Mantra. Meine Stimmung kippte zwischen Lachen und Weinen. Tapfer sein, funktionieren, nichts vergessen. Es wird alles gut. Nicht zu viel nachdenken, Schritt für Schritt. Ich saß noch eine Weile allein in der Küche und dachte nach. Mein Handy lag vor mir auf dem Tisch. Hi Mama, sagte Lea, als sie in die Küche kam und setzte sich mir gegenüber an den Tisch. Sie war voll und ganz mit ihrem Handy beschäftigt und ich grübelte weiter vor mich hin. Dann hörte ich das vertraute Piep. Ich hatte eine neue Nachricht. Ein Foto, gesendet von Lea. Ohne dass ich es bemerkt habe, hatte sie mich fotografiert und mir das Bild gesendet. Es war ein Schnappschuss von mir, wie ich mit Kopftuch und verschränkten Armen ganz nachdenklich am Küchentisch sitze. Guck nicht so traurig, Mama, sagte sie lachend. Ich versuchte zurückzulächeln, aber es gelang mir kaum. Das Foto hatte mich zu sehr erschreckt. So sehe ich aus, mit dünnen Ärmchen und sorgenvollen Furchen auf der Stirn, dachte ich erschrocken. Ich musste unbedingt mehr essen. Ich war viel zu dünn für solch eine schwere OP. Da waren gar keine Reserven mehr und genauso fühlte ich mich auch innerlich. Verletzlich und zerbrechlich wie ein Windei. Ein Ei ohne Schale, ohne Schutz. Später am Abend überlegten wir noch ernsthaft, auf eine Ü30-Party in die Kulturfabrik in Krefeld zu fahren. Auf den dortigen Feten lief immer genau die Musik, die wir so mochten. Und die Atmosphäre war toll. Es ist vielleicht das letzte Mal, dass ich tanzen kann, sagte ich nachdenklich zu Ralf. Sollen wir nicht doch noch in die Kufa fahren? Für 1 oder 2 Stunden? Aber die Vernunft siegte. Wir waren beide absolut K.O. Noch lange hielten wir uns in den Armen, ehe wir einschliefen. Auch in den dunkelsten Ecken ist uns egal, wo wir sind. Denn wenn wir bei uns bleiben, kommen wir überall hin. September 1995. Stippvisite über der Carmen-Bar. Endlich war es soweit. Wir hatten unsere erste gemeinsame Wohnung. Es war auch höchste Zeit gewesen, denn mein Hausmeister hatte schon Stress gemacht. Fräulein, hatte er mehrfach in seinem kölschen Dialekt gemahnt. Dat jetzt so aber nit. So oder so ähnlich klang es immer, wenn er mir Vorhaltungen machte, dass die Wohnung nur für eine Person angemietet worden sei und er sich bei der Hausverwaltung über mich beschweren würde. Seine Drohungen nervten langsam und umso glücklicher war ich, dass wir innerhalb kürzester Zeit eine Zwei-Zimmer-Wohnung gefunden hatten. Ist zwar die Schelsig, sagte ich augenzwinkernd zu Ralf, aber da haben wir endlich unsere Ruhe. Die Wohnung war gewöhnungsbedürftig. Sie lag an der Danziger Straße, einer ruhigen Nebenstraße in Köln-Mülheim. Und es war nicht weit bis zum Rhein. Der Altbau an sich war genau mein Geschmack. Weiße Stuckfassade, hohe Fenster und Decken. Aber unsere Wohnung lag leider unterm Dach. Der Vermieter hatte alles selbst ausgebaut und das machte sich bemerkbar. Es gab weder Fensterbänke noch eine ordentliche Isolierung und das Bad war quasi in die Küche eingebaut. Wenn die Badezimmertür offen stand, konnte man von Klo aus direkt auf den Herd sehen. Ja, stimmte Ralf mir lachend zu. Und für uns zwei reicht die Wohnung. Wir nahmen alles mit Humor. Auch, dass die Wände so dünn waren, dass wir alles von unserer Nachbarsfamilie mitbekamen. Nebenan wohnte Rolli.
mit seiner Frau und zwei Kleintöchtern. Sie hatten eine Maisonettwohnung, was für uns den Nachteil hatte, dass wir nicht nur von nebenan, sondern auch von über uns Lärm hörten. Rolli war ein Kölsch-Original und trug mit Vorliebe einen Satinblouson, der so weit geöffnet war, dass man das kräuselige Brusthaar und die dicke Goldkette mit dem goldenen Boxhandschuh sah. Unten im Erdgeschoss war die Carmen Bar. Eigentlich hieß dieses Etablissement Chez Carmen. Und dieser Name stand mit rot leuchtenden Neonbuchstaben außen an der Fassade. Um was für eine Art Bar es sich handelte, darauf werde ich hier nicht näher eingehen. Nur so viel. Das Kölsch kostete 14 Mark. Und ich spreche nicht von einem Fass, sondern von 0,2 Litern. An manchen Abenden parkte sogar ein weißer Rolls-Royce vor der Tür. Dabei war es mit Sicherheit nicht die beste Lage Kölns. Trotz allem war es unsere erste gemeinsame Wohnung und wir waren voller Euphorie. Diese legte sich aber schnell, als wir eines Abends im Wohnzimmer saßen und nicht nur Gehämmer von nebenan hörten, sondern auch noch unsere ganze Wand erzitterte und plötzlich ein dicker Zimmermannsnagel 2 Zentimeter aus der Wand herausragte. Das ist jetzt ein Witz, oder? Fragte ich reif und musste lachen. So absurd war die Situation, wie bei Loriot. Da können wir jetzt glatt ein Bild hinhängen, fiel Ralf in mein Lachen ein, stand dann aber auf und ging mit den Worten: Ich gehe jetzt mal rüber und sag Bescheid, dass die den Nagel wieder rausziehen sollen, nach nebenan. Kurz darauf war der Nagel weg und Ralf wieder da. Er schmierte etwas Molto-Füll in das Loch und bald sah alles fast aus wie zuvor. Die Wände bestehen hier aus einfachem Rigips. Kein Wunder, dass man alles hört, erklärte Ralf mir damals. Spätestens da war uns klar, dass diese Wohnung nur eine Übergangslösung war. Als ich dann eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit sah, dass das gesamte Treppenhaus mit braunen Farbklecksen übersät war, wurde mir doch mulmig zumute. Ich kehrte um und lief wieder nach oben zurück zu Ralf. Da hat jemand Farbbomben ins Treppenhaus geworfen, sagte ich atemlos. Bis hoch in die zweite Etage ist alles verschmiert. Was für eine Sauerei, sagte Ralf, der noch am Küchentisch saß und Kaffee trank. Und was machen wir, wenn beim nächsten Mal Molotow-Cocktails fliegen? Fragte ich und hatte leichte Panik. Es war eine Zeit, in der es viele Übergriffe auf Ausländer gab. Und wir waren neben Rolli die einzigen Mieter mit deutschem Nachnamen. Ich lebte gerne in Multikulti-Vierteln. In meiner WG damals waren, ich glaube, an die 10 Nationalitäten im ganzen Haus, alle in Wohngemeinschaften. Und ja, ich liebe mein Fladenbrot und Sesamringe und fühle mich auch in Köln-Mülheim recht wohl. Aber in unserer Wohnung säßen wir im Brandfall wie in einer Falle. Mir fällt was ein, sagte ich erleichtert zu Ralf. Wir haben doch das 50-Meter-Seil vom Klettern und die Gurte. Und an dem Heizkörper können wir das Seil festbinden und uns im Notfall abseilen. Die Idee beruhigte mich ungemein. Wir konnten beide klettern und hatten vor kurzem bei einem Wochenendkurs in der Eifel gelernt, wie man sich sicher abseilt. Als dann aber auch noch die Großfamilie, welche die erste Etage bewohnte, anfing, im Gemeinschaftsgarten Hühner zu schlachten, da hatten wir dann wirklich keine Lust mehr auf diese Wohnsituation. Hinzu kam, dass es Ralf beruflich nach Oberhausen verschlagen hatte und ich meine erste Stelle als Sozialpädagogin in Remscheid fand. Der Kölner Arbeitsmarkt war damals leider völlig abgegrast und wir mussten uns, was die Wohnungssuche anging, Richtung Feindesland orientieren. Aber wir fahren dann noch ganz oft nach Köln, ja? Sagte ich zu Ralf, als wir an einem sonnigen Samstag das erste Mal nach Düsseldorf fuhren, um uns nach Wohnungen umzusehen. Eine Alternative gab es nicht. Ich hätte zwar von Köln aus nach Remscheid pendeln können, aber Oberhausen war definitiv zu weit. Und auf eine Wochenendbeziehung
hatten wir absolut keine Lust. Ja, klar fahren wir noch oft nach Köln, erwiderte Ralf und schaute mich verschmitzt an. Ich will doch keine Nippesfete verpassen. Trotzdem war es ein schwerer Gang für mich. Bisher war ich erst einmal in Düsseldorf gewesen und das auch nur, weil ich an einer Demo vorm Landtag, bei der es um bessere Studienbedingungen ging, teilgenommen hatte. Aber jetzt hieß es Abschied nehmen von Köln. Mai 2018. An Muttertag weint man nicht. Ich erwachte dadurch, dass ich den Wasserstrahl in der Dusche laut plätschern hörte. Verschlafen schaute ich auf die Uhr. Was? Schon 7:45? Erschrocken fuhr ich hoch. Ich griff nach rechts, aber die Bettseite neben mir war leer. Dann hatte ich ja fast 8 Stunden geschlafen. Ungläubig rieb ich mir die Augen. Kaffeeduft stieg mir in die Nase. Ralf saß also schon in der Küche und mindestens ein Kind war schon auf. Das hatte es ja ewig nicht gegeben, dass die Kinder vor mir aufstanden. Und dann fiel mir ein, dass ja Muttertag war. Ich drehte mich nochmal um. Die anderen würden sich bestimmt freuen, wenn sie gleich denken würden, ich schliefe noch und sie könnten mich wecken. Und ich liebte es, Kaffee im Bett serviert zu bekommen. Kurz darauf flog auch schon die Tür auf. Alles Liebe zum Muttertag, riefen meine Mädels im Chor. Wie hübsch sie beide doch waren. Ob ich noch miterleben würde, wie sie groß werden? Werd jetzt bloß nicht sentimental, sagte ich innerlich zu mir. Das ist ja lieb von euch, sagte ich stattdessen und nahm beide fest in die Arme. Ich liebe euch, sagte ich aus tiefstem Herzen. Der Frühstückstisch war liebevoll gedeckt und die Kinder hatten mir schöne Geschenke gemacht. Entspannungsbäder, Gesichtsmasken, Haarkuren, Stylingprodukte, lauter tolle Kleinigkeiten zum Verwöhnen und Entspannen bekam ich. Und alles so liebevoll verpackt. Damit du dich mal richtig verwöhnen kannst und damit der Rücken wieder besser wird, sagten sie mir beide beim Auspacken. Wieder schoss mir ein blöder Gedanke durch den Kopf. Werde ich das alles noch selber aufbrauchen können? Das ist ja lieb von euch und da habe ich ja auch schon ganz viel, was ich mit ins Krankenhaus nehmen kann. Ralf schenkte mir eine schöne Pflanze in einem leuchtend orangen Übertopf mit einem orangen Schmetterling als Deko. Der ganze Tisch sah so bunt und fröhlich aus. Jetzt pack mal deine anderen Geschenke aus, sagte er liebevoll. Stimmt ja. Ich hatte mir ja zum Muttertag noch 10 Stecksandalen und einen Tankini gewünscht. Der sollte eigentlich für die orthopädische Reha, für die Wassergymnastik sein, dachte ich betrübt. Wie gerne hätte ich morgen die Reha begonnen. Ich hatte mich so über die Bewilligung gefreut und jetzt bekam ich einen Tankini und brauchte ihn eigentlich gar nicht. Natürlich schauspielerte ich und tat so, als würde ich mich riesig freuen. Ganz so schwer fiel mir das auch gar nicht, denn über die liebevollen Geschenke und Karten freute ich mich wirklich von Herzen. Nach dem Frühstück machten wir dann einen Ausflug nach Kempen. Dieser kleine, wunderschöne Ort hat mich schon immer angezogen und die Fahrt dorthin lohnt sich jedes Mal. Wir bummelten durch die altertümlichen Gassen und zum Mittagessen gab es, sehr zur Freude der Kinder, Kuchen und Kakao mit Sahne. Abends wollten wir zum Griechen bei uns essen gehen, aber zuvor wollte ich unbedingt noch zu meinen Eltern. Meinem Vater hatte ich ja schon am Vatertag gesagt, wie lieb ich ihn habe. Heute wollte ich meine Mutter fest in die Arme schließen, ihr einen Kuss geben und sagen, dass sie für mich die beste Mama der Welt ist. Ich hatte diesmal die Karte mit besonderer Sorgfalt ausgewählt und ganz liebevoll beschriftet. Meine liebe Mama, du bist für mich die beste Mutter der Welt, immer liebevoll und mit einem so großen Herzen für alle.
Dafür möchte ich dir heute mit ein paar Blümchen danken. Ich habe dich und Papa unheimlich lieb und wünsche euch von Herzen Gesundheit und alles Gute. Deine Sandra. Wenn mir etwas passieren sollte, dann konnten sich beide den Text immer und immer wieder durchlesen und vielleicht Trost finden in der Gewissheit, dass sie mir so viel bedeuten. Ich hatte so sehr das Bedürfnis, beiden zu sagen, wie sehr ich sie liebe. Meine Mutter freute sich sehr über die Blumen und die Karte, und ich habe sie gedrückt, so fest ich konnte. Wir blieben nicht lange, denn wir wollten ja noch essen gehen, aber die Zeit bei meinen Eltern verlief sehr harmonisch und tat mir gut. Aus dem Essengehen beim Griechen wurde leider nichts. Alle Tische waren besetzt und wir hätten eine Stunde warten müssen. Auch beim Asiaten war es rappelvoll. Das hat man davon, wenn man versäumt, einen Tisch zu reservieren. Dann begann es auch noch wie aus Eimern zu schütten. Nass geregnet kamen wir wieder zu Hause an und ich beschloss, Nudeln zu kochen. Ich mache uns irgendwas Schnelles, sagte ich zu Ralf und den Kindern und setzte Nudelwasser auf. Noch während die Nudeln kochten, brummte mein Handy. Chat mit Anne. 19:13 Uhr, Anne. Wir sind auf der Rückfahrt. Ich melde mich morgen Vormittag bei dir. Okay? Könnte die Kinder zum Beispiel abends am 30.05. holen und hab sie frohen Leichnam und bringen sie euch abends am Donnerstag wieder zurück. Überleg's dir mal. Wie glücklich kann ich mich doch schätzen, solch eine tolle Freundin zu haben, dachte ich und spürte, wie mir wieder einmal ganz warm ums Herz wurde. Anfang Mai 1996. Umzug ins Feindesland. In Düsseldorf-Unterbilk wurden wir fündig. Und unsere zweite Wohnung war schöner, als wir es uns erhofft hatten. Sie lag an der Concordiastraße, einer ruhigen Seitenstraße in der Nähe der Loretto-Straße. Und wir schauten genau auf das Friedensplätzchen. Wir hatten endlich richtig viel Platz und eine sonnige Wohnküche mit Balkon. Als alles so eingerichtet war, wie wir es uns vorgestellt hatten, erfüllte Ralf mir einen Kindheitstraum. Ich bekam eine Schaukel. Hier ist genau der richtige Platz, sagte Ralf und fing an, ein 10 mm dickes Loch in die Betondecke des Wohnzimmers zu bohren. Ich hielt das Staubsaugerrohr neben den Bohrer, sodass der meiste Staub eingesaugt wurde. Dann nahm ich die Bohrmaschine entgegen und reichte Ralf, der auf einer kurzen Leiter stand, den Dübel und den dicken Haken. Kurz darauf hing meine Hängeschaukel, die wir am Tag zuvor in der Altstadt erstanden hatten. Glücklich setzte ich mich hinein, zog die Füße an und fühlte mich geborgen wie in einem Kokon. Ralf schaukelte mich an und ich schloss die Augen und fühlte mich wie schwerelos. Ich schaukele für mein Leben gern. Früher, als ich noch in der WG wohnte, bin ich abends oft mit Kiki auf den Spielplatz am Leipziger Platz gegangen. Wir haben stundenlang geschaukelt und gequatscht und dabei den Sternenhimmel beobachtet. Gehen wir gleich noch zum Rhein? Riss Ralf mich mit seiner Frage aus meinem Tagtraum. Ich öffnete die Augen und musste erst realisieren, dass ich in meiner neuen Hängeschaukel saß. Ich gähnte herzhaft und antwortete, gerne, aber erstmal brauche ich einen Kaffee. Nach dem Kaffeetrinken schlenderten wir Hand in Hand zum Fernsehturm und weiter über die kleine Fußgängerbrücke bis hin zu den Sandstränden. Hier war unser neuer Lieblingsplatz. Die Stelle erinnerte mich an das Rheinufer bei Köln-Mülheim, wo wir vor kurzem noch oft gesessen hatten. Ist schon witzig, sagte Ralf schmunzelnd. Ich bin immer weiter den Rhein heruntergezogen. Erst Bonn, dann Köln und jetzt Düsseldorf. Nachdenklich ließ ich einen flachen Stein über die Wasseroberfläche titschen. Ein bisschen Heimweh habe ich ja schon noch, sagte ich und dachte wehmütig an Nippes, mein altes Lieblingsviertel zurück.
Du wirst dich ganz schnell umgewöhnen, wirst schon sehen, sagte Ralf optimistisch. Ich betrachtete liebevoll sein Gesicht, seine warmen braunen Augen, sein verschmitztes Lächeln, seine dunkelbraunen Haare, die er zu einem Zopf gebunden hatte. Jederzeit wieder würde ich mich für ein Leben mit ihm entscheiden, egal wohin es uns verschlagen würde. Ja, du hast recht, stimmte ich ihm zu und gab ihm einen Kuss. Wir werden uns hier schon einleben und wir sind ja immer noch am Rhein. Aber es gestaltete sich schwieriger als gedacht, neue Freundschaften zu knüpfen. Anders als in Köln, wo es ein reges Viertelleben gibt und man problemlos neue Leute in Kneipen kennenlernen kann, indem man beim Kicker fordert oder an der Theke miteinander ins Gespräch kommt, war es hier schwer für uns, Kontakt zu knüpfen. Abends ballte sich alles in der Altstadt und in unserem Stadtteil war nicht wirklich viel los. Einige Abende gingen wir aus, aber es waren nur Cliquen unterwegs oder Pärchen, die unter sich bleiben wollten. Auch die Tatsache, dass Ralf beruflich nach Oberhausen und ich nach Remscheid pendeln mussten, trug nicht gerade dazu bei, dass wir uns einen neuen Bekanntenkreis aufbauen konnten. Natürlich waren wir noch oft in Köln, aber eine Freundin zum Quatschen oder Weggehen, die in der Nähe wohnte, fehlte mir schon sehr. Um fit zu bleiben, hatten wir uns vor ein paar Wochen in einem großen Fitnesscenter angemeldet und ich hatte wieder einmal eine Idee. Weißt du was? Fragte ich Ralf und war auf einmal ganz aufgeregt. Was denn? Fragte er interessiert zurück. Ich mache beim Swiss-Training einen Aushang, dass ich eine Freundin suche, die zusammen mit mir Sport macht. Dann macht es mir bestimmt auch mehr Spaß hinzugehen. Wenn du meinst, sagte Ralf und schien nicht recht überzeugt. Ein Versuch ist es ja wert. Ich hängte also einen Zettel an das schwarze Brett im Fitnessstudio. Welche Frau hat Lust, sich regelmäßig mit mir zu verabreden? Bin Mitte 20 und neu in Düsseldorf. Bitte melde dich unter 9571348. Liebe Grüße, Sandra. Einige Tage später rief Anne an. Sie war genauso alt wie ich und suchte eine Trainingspartnerin, da sie sich, genauso wie ich, alleine nicht so gut zum Sport aufraffen konnte. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag beim Sport und ich erkannte sie anhand ihrer Beschreibung sofort. Hallo, du musst Anne sein. Ich ging mit ausgestreckter Hand auf die großgewachsene, schlanke Frau mit den lustigen Sommersprossen und den braunen, wildgelockten Haaren zu. Und du bist also Sandra, sagte sie mit einem breiten Lächeln, das mich an Julia Roberts erinnerte. Wir schüttelten uns die Hände und ich freute mich riesig, denn es passte einfach. Anne war genau die Freundin, nach der ich gesucht hatte. Wir gingen fortan regelmäßig zusammen zum Sport und ich schloss mich auch Annes Kochrunde an. Sie hatte drei Freundinnen, mit denen sie sich regelmäßig zum Abendessen traf. Reihum kochte eine und lud die anderen zum Essen ein. Von der einfachen Pizza bis hin zum Drei-Gänge-Menü verwöhnten wir uns gegenseitig mit kulinarischen Köstlichkeiten und die Abende waren immer kurzweilig. Nach ungefähr einem Jahr hatten wir uns einigermaßen eingelebt in Düsseldorf. Abends gingen wir regelmäßig zum Rhein und ich liebte es, die Schiffe zu beobachten. Eng umschlungen saßen wir manchmal stundenlang am Ufer und beobachteten den Fluss. Ich liebte diese Abende und ich liebte diesen Mann und hätte am liebsten die Zeit angehalten. Eines Tages war es dann soweit. Ralf machte mir einen Heiratsantrag und ich hatte Freudentränen in den Augen, als ich ihn umarmte und ja in sein Ohr hauchte. Ich liebe dich. Ich liebte ihn so sehr. Schon damals, bei unserer ersten Begegnung, hatte ich gespürt, dass ich mir nichts anderes wünschte, als mit diesem Mann an meiner Seite durchs Leben zu gehen. To the sea.
Am nächsten Tag waren wir dann bei einem kleinen Juwelier am Fürstenwall und sahen uns Eheringe im Schaufenster an. Wir suchten uns schlichte Ringe aus und ließen unsere Vornamen und das Verlobungsdatum eingravieren. Es war ein unsagbar schöner Moment, als Ralf mir meinen Verlobungsring an den Finger steckte. Ich hätte die ganze Welt umarmen können vor Glück. Ich freue mich, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Und nächste Woche geht's weiter mit dem nächsten Teil. Bis dahin, ganz liebe Grüße. Tschüss. Mir ist jeden Tag aufs Neue bewusst, wie schön das Leben ist und was es für mich bereithält. Ja, es ist wie ein Geschenk.